Was ist die wahre Natur der Menschheit? Die Menschheit ist in Wirklichkeit ein einziges Geschöpf, welches die gesamte Schöpfung in sich trägt. Sie erfährt sich selbst im Verhältnis zu der höheren Kraft, dem Schöpfer. Alles, was in der Wirklichkeit existiert, ist der Schöpfer, das Verlangen zu schenken, und das Geschöpf, das Verlangen zu empfangen. Gegensätzliche Seiten derselben Kraft. Das Geschöpf nennt man den ersten Menschen, Adam Harishon, oder die kollektive Seele. Es ist unser derzeitiger Zustand, aber dafür fehlt uns das Verständnis. Dies ist also unsere wahre Natur, und es wird immer offensichtlicher, da diese Entwicklungskraft uns immer mehr zum Aufwachen drängt. Unsere Wirtschaft ist bereits so globalisiert, dass das Bestehen jeder Nation den Erfolg aller Nationen notwendig macht. Wir sind dermaßen voneinander abhängig, dass selbst kleine regionale Kriege und terroristische Aktionen tatsächlich jeden von uns betreffen. Grenzen wurden unwichtig, und am Internet, welches die Gedanken der ganzen Menschheit verbindet, erkennen wir, dass Privatbesitz eine Unmöglichkeit ist. Alles, was wir digitalisieren und ins Internet stellen, gehört augenblicklich jedem. Unsere Zukunft wirkt jetzt so schwierig und verwirrend, weil wir nicht mehr wissen, wie wir in dieser neuen Welt, die vor uns liegt, leben sollen. Also, wo war ich? Ah ja, der Schöpfer. Er erschuf das Geschöpf, die Menschheit, nur um sie auf die höchste Stufe, die Stufe des Schöpfers, zu erheben. Doch das kann nicht plötzlich geschehen. Da das Geschöpf nur aus dem Wunsch zu empfangen besteht, erfährt es sich zunächst so, als wäre es eines von vielen, isoliert, abgetrennt, in Zeit und Raum, in einer Wirklichkeit, die man diese Welt nennt. Hier bildet es sich ein, dass es für sich selbst empfängt. Nach der Kabbalah nennt man dies den Fall Adams, sein Zerbrechen in 600.000 Teile, was bedeutet, dass sich die Eigenschaften des Schöpfers mit denen des Geschöpfs zu vermischen begannen. Kleine Verlangen zu empfangen vermischten sich mit kleinen Verlangen zu schenken. Klein genug, damit das Geschöpf sich unabhängig zur Korrektur dieser Verlangen entschließen konnte. Dadurch erkennt es, egal wie es uns erscheint, dass das Einzige, was wir zurzeit mit unserem Wunsch zu empfangen spüren, das Verlangen des Schöpfers ist, uns zu beschenken. Jedes Geschöpf muss bewusst und wach diese Korrektur durchlaufen. Dadurch wird es über seine Natur erhoben und kann durch seine Liebe wieder alle Teile von Adam miteinander verbinden. Mit anderen Worten, muss ich das Wohlergehen des anderen als mein eigenes erfahren und empfinden. Das ist die wahre Natur der Menschheit, die Eigenschaft des Schöpfers und die Bedeutung der Spiritualität. Die Spiritualität ist kein persönliches Streben, nur das wiederverbundene Geschöpf ist in der Lage, die Stufe des Schöpfers zu erreichen. Und zu dieser Stufe treibt uns jetzt die Natur. Für mehr Informationen, geh auf den Link über mir.